Oh, ich glaube, das klappt hier mit der Live-Übertragung. Gerade schauen, die Gruppe. Ja. Okay. Gut, ihr Lieben, schreibt mir doch mal bitte rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Das wäre genial. So, ihr Lieben, so, schreibt mir mal bitte rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Von meiner Testseite her funktioniert's. Ich werde mal gerade noch hier übers Handy auch noch reingehen, damit ich auch eure Kommentare, damit wir auch miteinander kommunizieren können. Wenn du Fragen hast, dann schreib es gerne rein. Das funktioniert auch. Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen hier. 9 Uhr in Deutschland, 10 Uhr hier auf Zypern. Wenn es so ein bisschen halt hier, ich sitze hier in unserem Wohnzimmer, da fehlt noch ein bisschen was an Mobiliar, das wird noch geliefert. Das ist der Grund, warum auch noch so eine weiße Wand hinter mir ist und bis ja alles so reinschneit und mir, ja, Kommentar gibt, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Vielleicht mal noch ein bisschen was, wie wir unseren Tag heute gestartet haben. Überbrücken wir mal noch kurz die Zeit. Schenkt mir auch gerne ein Herzlein oder einen Daumen hoch, freue ich mich auch drüber. Wir waren heute Morgen schon an unserem Strand. Vielleicht hast du es in der Story auch schon gesehen. Da habe ich schon so ein kleines Video aufgenommen und mit dir geteilt. So herrlich hier, dann morgens ins Meer reinhüpfen. Und ja, das ist so das Leben, das wir uns inzwischen kreiert haben. Und darum darf es jetzt auch in dem jetzigen Live-Training gehen. Denn das sind Dinge, die du ja irgendwo auch, ja, ich sag mal, in dir trägst, was definitiv auch für dich möglich ist. Du brauchst nur so ein paar entscheidende Schritte, ein paar entscheidende Entscheidungen im wahrsten Sinne des Wortes, um da durchzustarten. Denn auf der Seite, wo du jetzt hockst und mir hier lauschst, da habe ich ja auch mal gehockt und habe gedacht, oh, das hätte ich doch auch gerne. Wie machen die das nur? Ne? Genau, also das ist alles für dich auch möglich. Und vielleicht geht es dir ja auch so, oder wahrscheinlich geht es dir so, deshalb bist du hier. Ach, mit diesen Dingen, wie es mir früher auch gegangen ist. In unserem früheren Leben, in unserem alten Leben, sage ich mal. Viele Ausbildungen gemacht, Kurse besucht, Weiterbildungen gemacht. Du hast gefühlt tausend Talente und Ideen und weißt deshalb überhaupt gar nicht so richtig, wo überhaupt anfangen. Das war mit eines meiner größten Herausforderungen. Ich bin ja zwar jetzt schon seit 19 Jahren hier unterwegs, aber als ich dann wirklich mal aufgehört habe, mit so einem, ich sag mal, Bauchladen unterwegs zu sein und aufgehört habe zu probieren und mal das gemacht und mal das mit einfließen lassen. Und das hat eben alles verändert. Und darüber würde ich jetzt gerne auch mal mit dir sprechen. Ja? Und vielleicht hast du ja auch schon vieles ausprobiert, aber nichts hat bislang so richtig funktioniert. Es war einfach nur immer mal vielleicht so ein kleines Schrittchen weiter, aber eher so das Gefühl, mal einen Schritt vor und wieder zwei zurück. Und deshalb bist du vielleicht sogar schon davor aufzugeben.
und sagst dir, bei mir geht das nicht. Der Zug ist jetzt eh abgefallen. Okay. Ja, ihr Lieben, ich sehe jetzt gerade, die Uta ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen, liebe Uta. Schön, dass du da bist. Die Tanja aus Australien kann ich gut hören. 17 Uhr in Australien. Wow, Australien ist ja auch schön. Ne? Australien und USA stand eigentlich dieses Jahr auch noch auf unserer Reiseliste, aber aufgrund der besonderen Situation haben wir das dann auf nächstes Jahr eben verschoben. Genau. So, ihr Lieben, dann lasst uns doch mal gerne gleich starten mit dem ersten Punkt. Ich werde dir mal ein bisschen zum Ablauf ein paar Punkte mit an Hand geben, die wirklich primär wichtig sind, dass du jetzt aufhörst, auf der Stelle zu treten, dass du wirklich mal in diese Richtung kommst und nicht nur kommst, sondern auch da ankommst, wo du eigentlich gerne hin möchtest. Da werden wir jetzt mal Klarheit drüber schaffen, über dein ideales Leben, dass du da mal erlaubst, dir auch wirklich mal in eine andere Richtung zu denken. Und ich werde dir auch ganz offen und ehrlich mal verraten, warum ich so lange auf der Stelle getreten bin, was das eine Ding ist, was auch da alles verändert hat. Also ja, werde ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich muss mein Handy mal wieder aktivieren, damit ich sehe, was ihr mir so reinschreibt. Genau. So, also wie du aufhörst, auf der Stelle zu treten und jetzt endlich beginnst, so zu leben, wie du es wirklich möchtest. Der allererste, wir machen übrigens auch gleich noch eine Übung dazu. Ja, lass dich jetzt einfach mal ein bisschen so auf das ein, was ich dir jetzt zu Beginn schon mal weitergebe. Und der erste Punkt, dazu würde ich dich jetzt mal einladen, werde dir mal wirklich klar über dein Warum. Das ist so der Motor. Das ist der Motor. Im Grunde genommen, metaphorisch gesprochen, du hockst eigentlich schon, Autobeispiel jetzt zu nehmen mit Frauen, ja, ist vielleicht nicht das Klügste, aber das ist so das, was am ehesten ist, so auf den Punkt bringt. Du hockst im Grunde genommen schon in deinem Ferrari, im Ferrari deines Lebens. Du hast den Zündschlüssel nur noch mit umgedreht und bist noch nicht auf dem Gaspedal, sondern du stehst noch auf der Bremse. So. Und deshalb, damit du jetzt den Zündschlüssel wirklich mal anmachst und mal beginnst, Gas zu geben. Deshalb würde ich dich dazu einladen, jetzt den ersten Schritt, lass mal auf dich wirken, warum willst du überhaupt aus diesen jetzigen Situationen, in denen du dich gerade befindest, beruflich, privat, gesundheitlich, ein Mix aus diesem ganzen, ich nenne es jetzt mal Kram, ich habe das bei mir früher als Schlamassel auch gerne bezeichnet. Mein Körper hat mir über die Seele ganz, ganz viele gesundheitliche Signale eben auch geschickt. Dass das Leben, was ich da gelebt habe, nicht wirklich das ist, was ich wirklich von Herzen wollte. So, und jetzt werd dir wirklich mal gerne bewusst darüber, lass mal in dein Bewusstsein, warum du aufhören möchtest, wirklich aufhören möchtest, jetzt auf der Stelle zu treten und den Zündschlüssel im Ferrari umlegen möchtest und er wirklich mal Gas geben möchtest. Bei mir war es, dass ich es wirklich leid war, nach der Nase von anderen zu tanzen. Ich war 30 Jahre im öffentlichen Dienst, jeden Tag die gleiche Chance. Also ich war dann so die letzten 20 Jahre, nachdem ich ja, Kinder bekommen hatte, zwar nur noch halbtags da, habe dann auch nebenbei mich selbstständig gemacht, aber es war jeden Tag die gleiche Tretmühle. Ich bin finanziell auf keinen grünen Zweig gekommen, weder in dem einen Beruf im öffentlichen Dienst, noch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich war es leid, einen Urlaubsschein einreichen zu müssen, dass andere mit über mich entscheiden, wann ich Urlaub machen darf. Ich war es leid, mir den Tag so vorschreiben zu lassen, dass ich zu einer gewissen Zeit, ich gebe dir das jetzt einfach mal so ein bisschen als Impulse mit, lausch mal in dich hinein, was es bei dir ist. Ich war es auch leid, mir den Tag vorschreiben zu lassen, dass ich um die Uhrzeit überhaupt zu arbeiten habe.
wann ich was essen darf, wann ich Pause machen darf. Wenn mir während der Woche danach zumute ist, keine Ahnung, jetzt hier Zypern auf eine Yacht zu gehen und einen wunderbaren Tag auf einer Yacht zu verbringen und mir die Zeit so einzuteilen, dass ich dann einfach frei habe. Und wenn mir sonntags danach zumute ist, mal ein Stündchen zu arbeiten, dass ich dann arbeite. Also das waren alles so Dinge, wo es absolut leid war, nach der Nase von anderen zu tanzen. Oder vielleicht bist du es leid, dass schon wirklich monatelang, vielleicht auch schon jahrelang, du das Gefühl hast, das kann jetzt nicht alles in meinem Leben gewesen sein. Das waren auch so Dinge, die in mir aufgekommen sind. Ich dachte, dieses ständige Funktionieren, morgens aufwachen und den ganzen Tag über das Gefühl zu haben, zum großen Teil zu funktionieren und nicht wirklich Dinge zu machen, die mein Herz erfüllen, die mein Herz zum Singen bringen, die mir Spaß machen. Also dieser Spaß und diese Freude, die wir ja alle auch mal als kleine Kinder hatten, das ist mir total verloren gegangen. Ich wusste eigentlich gar nicht mal so richtig, wie sich das anfühlt, total so in meiner Freude zu sein. Und was auch so ein großes Thema war, was ich auch total leid war, ist, vielleicht geht es dir ja auch so, dieses Thema immer und immer wieder an mir selbst zu zweifeln. Das war sowas von hinderlich. Da wollte ich auch raus. Und ich wollte auch aufhören. Ich habe ebenso davon gesprochen, von dem Funktionieren den ganzen Tag. Ich wollte auch aufhören, mich den ganzen Tag immer so abzurackern. Ich hatte so das Gefühl, den ganzen Tag rackere ich mich auf eine gewisse Art und Weise ab. Und nicht nur jeden Tag, sondern letzten Endes jeden Monat und so zieht das Leben an mir vorbei. Und ich wollte mich auch mal so richtig vom Leben genährt und getragen fühlen und gesättigt fühlen. Ich habe so instinktiv gespürt, vielleicht geht es dir auch so, fühl mal in dich hinein, dass ich gedacht habe, und das war nur so eine ganz leise Stimme in mir, ich bin doch eigentlich nicht hier auf dieser wunderschönen Welt, um zu arbeiten, sondern wir sind doch eigentlich mal hierher gekommen. Lausch mal, was dein Herz da ganz spontan so sagt. Was ist da so dein erster Impuls? Ich bin doch eigentlich, wir alle sind doch eigentlich hierher gekommen, um zu leben. Wir hatten doch als Kinder, als wir aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt sind, doch mal die Vorstellung, dass alles hier möglich ist. Dass wir die Welt entdecken können, dass wir unserem Herzen folgen können, dass wir so was mitgebracht haben, was wir hier verwirklichen wollen, im Sinne von ich wirke. Das war so eine tiefe innere Stimme in mir, die mir letzten Endes so mein Warum geliefert hatte. Und lausch da mal in dich hinein, wie geht's dir dabei? Ist das auch das, wo dein Herz, deine Seele sagt, ja genau, genau das ist es. Ich will aufhören, nach der Nase von anderen zu tanzen. Ich will aufhören, mich Monat für Monat abzurackern. Ich will aufhören, dass ich das Leben auch als harte Schule immer so hoch und tief und hoch und tief und jeden Monat auf ein neues zu funktionieren. Und wie macht sich das letzten Endes denn auch bemerkbar? Wie viel Stress gibt es da auch innerhalb der Partnerschaft, innerhalb der Familie mit den Kindern? Das kenne ich auch alles nur zu gut von mir, weil ich so unzufrieden mit mir war, weil ich mich genervt fühlte, weil ich teilweise auch so ein bisschen wütend auf mich selbst war, dass ich es einfach nicht gebacken kriegte, mir mein Leben wirklich so zu gestalten, wie ich es wirklich wollte. Und immer so das Gefühl hatte, ich stecke da in so einem absoluten Thema fest. Ich wollte einfach mal Frieden finden in mir, das Potenzial, das da verborgen ist, auch in dir verborgen ist. Du bist hierher gekommen mit einem einzigartigen Potenzial, mit einer einzigartigen Kreativität, mit einzigartigen Gaben und Stärken.
Und da würde ich dich jetzt auch mal gern dazu einladen. Hör mal auf, dich zu bewerten, fühl dich dazu eingeladen, aufzuhören, dich zu bewerten und zu beurteilen, dass du nichts Besonderes bist, dass du nichts Besonderes kannst, dass du keine besondere Botschaft mit dir hergebracht hast, die du der Welt da draußen zeigen möchtest. Du bist einzigartig. Du bist einzigartig und du bist einmalig hier auf dieser Welt. Selbst wenn du eine Zwillingsschwester oder einen Zwillingsbruder hast, es gibt dich mit deiner Art und Weise, mit deinen Gaben und Stärken nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und bitte lass mal alles los, was dich bis eben noch hat denken lassen. Ich bin nichts Besonderes, ich kann nichts Besonderes. Und wo du dich vielleicht auch vergleichst mit anderen da draußen. Die sind viel besser als ich, die können das und. Was ist da alles an Kram in dir denkt? Bitte fühl dich mal eingeladen, das jetzt in diesem Moment zu transformieren, zu zerstören und einfach mal loszulassen. Okay? Und einer meiner Motivatoren, auch eine Entscheidung zu treffen, in die Richtung zu gehen, war auch, und stell dir da gerne bitte auch mal die Frage, wenn du so weitermachst wie bisher, wie blickst du dann auf dein Leben zurück? Und wie würdest du gerne auf dein Leben zurückblicken? Wie würdest du gerne auf dein Leben zurückblicken? Ich persönlich, rein von meinem Passalter, ich habe zwar so diese Prägung, den Glaubenssatz mir angeeignet, unsere wunderbaren Kinder werden älter, wir werden jünger, ich werde jünger, aber dennoch vom Passalter her habe ich gerade, als ich so die 50 überschritten hatte, ganz viel so diese innere Stimme auch in mir wahrgenommen. Ich will mal auf mein Leben zurückblicken und denken, es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe noch mein volles Potenzial gelebt. Ich habe meine Botschaft noch in die Welt getragen. Ich habe noch ganz, ganz viele Menschen dazu ermächtigt, wirklich sich ihr Leben auch so zu gestalten, wie sie es wollen. Und deshalb bist du ja auch hier in der Gruppe, in unserer wunderbaren Community. Das sind ja Anteile in dir, die du auch gerne haben möchtest. Ich wollte mal auf mein Leben zurückblicken, dass ich meinen Kindern wirklich mal das Vorbild war und ihnen das mit auf den Weg gegeben habe, dass es im Leben darum geht, wirklich zu leben, sich gern auf diese wunderschöne Welt anzuschauen, sich dort aufzuhalten, wo es am meisten gefällt und dennoch immer wieder die Wahl zu haben, dennoch auch eine Basis irgendwo zu haben und wenn es einem danach ist, mal sonst wohin zu reisen, ohne einen Urlaubsschein irgendwo einzureichen, ohne auch im Hinblick auf die finanzielle Situation andere Menschen wie den Arbeitgeber oder den Auftraggeber, es gibt ja auch einige Selbstständige hier in der Gruppe, die von externen Auftraggebern abhängig sind, vielleicht gehörst du zu denen, von denen dir vorschreiben zu lassen, wie viel du wert bist im Hinblick auf den finanziellen Ausgleich. Und ich wollte auch auf mein Leben zurückblicken, dass ich wirklich total zufrieden mit einem Lächeln im Gesicht sage, ich habe die vielen Chancen, die ich bekommen habe, auch noch genutzt. Wie ist das bei dir? Wie würdest du gern auf dein Leben zurückblicken? Würdest du auch gerne zurückblicken mit den Gedanken, ich habe meine Botschaft, so du, deine, ich habe meine Botschaft, warum ich hierher gekommen bin, mit der Welt da draußen geteilt. Ich habe meinen Beitrag hinterlassen für eine wunderschönere Welt, für meine Nachkommen, für unsere Nachkommen.
Ich habe die Welt darin unterstützt. Vielleicht ist das auch noch ein Ansinnen von dir, wie bei mir auch, Projekte zu unterstützen, die zu umweltschonenderen Technologien, die ja durchaus da sind, aber wo es noch viel Unterstützung braucht, dass die auch wirklich hier zum Beispiel realisiert werden. Also dieses Bewusstsein in der Masse auch zu erwecken. Vielleicht willst du zurückblicken auf dein Leben auch, dass du dir sagst, ich habe wirklich einen Mehrwert hier erschaffen. Ich habe meine Botschaft hinterlassen. Ich habe ein wirklich sinnerfülltes Leben hier noch gelebt. Und ich habe mich auf allen Ebenen, beruflich, privat und auch gesundheitlich, noch so entfaltet, wie es wirklich ganz tief meiner Seele entspricht. Okay? Kannst du damit was anfangen? Schreib es mir doch gerne mal ins Kommentarfeld rein. Hallo, lieber Markus. Ups, jetzt ist sie wieder weggegangen. Ich wollte euch begrüßen. So, hallo, lieber Markus. Dich habe ich als letztes hier gesehen. So, hallo liebe Rob, ich würde auch gern ausbrechen, weiß aber nicht wie, wir machen gleich noch eine Übung dazu. Wenn sich das jeder sagen würde, würde aber hier nichts mehr laufen. Liebe Rob Manu, das ist eine nette Ansicht, das ist ein netter Glaubenssatz. Dürfen wir den mal zerlegen? Wenn alle ihren Seelenplan leben würden, wenn alle ausbrechen würden, wenn alle ihrem Herzen hier auf dieser wunderschönen Welt folgen würden, wenn alle ihr Herzensding machen würden, wenn alle aufgrund ihres Herzensdinges mit sich selbst im Frieden, im Einklang wären, was würde dann wohl geschehen? Welche Welt hätten wir denn dann da draußen? Hätten wir da draußen dann die Welt, wie wir sie wirklich haben wollen? Gäbe es dann Gründe für Kriege, für Unstimmigkeiten, für Kämpfe? Würdest du das jetzt mal alles zerstören, diese Ansichten? Alle, dass wenn jeder seinen Seelenplan lebt, dass dann da draußen Chaos herrscht. Herrscht nicht da draußen vielleicht auf eine gewisse Art und Weise Chaos? Und haben wir jetzt nicht vielleicht die Situation, wie wir sie gerade haben da draußen, weil so viel Unfrieden in uns selbst ist? Weil der Frieden in der Welt da draußen, den wir uns alle so sehr wünschen, wo fängt denn der an? Der fängt hier bei uns selbst an. Wenn du dir erlaubst, wirklich dein Ding zu machen, wirklich aufzuhören, jetzt auf der Stelle zu treten, dich dafür entscheidest, für dein Leben den Motor in deinem Ferrari anwirfst, dein Warum findest, über das wir eben gesprochen haben, was strahlst du dann aus? Wie charismatisch, anziehend und inspirierend und befruchtend bist du dann für dein Umfeld, für deine Familie? Wie sehr können die das auch nochmal weitertragen? An ihre Lieben, an ihr Umfeld? Wie sehr kann das in der Stadt, in dem Dorf, in dem du lebst, weitergetragen werden? Wie sehr kann es über das Land hinaus weitergetragen werden? Über alle Kontinente, auf die ganze Welt. Was würde das alles verändern? Wäre das der Frieden, den wir dann wirklich da draußen haben wollen? Wie wäre es, wenn du der kleine Beitrag dazu bist, um das große Ganze mit entstehen zu lassen, das wir uns alle so sehr wünschen? Okay?
Gut. Und da kommt noch so ein Glaubenssatz, den viele haben. Ja, wenn es so einfach wäre, würden das ja alle machen. Ist auch eine nette Ansicht. Darf ich dich auch da mal dazu einladen, auch diese Ansicht loszulassen. Wenn es so einfach wäre, würden es alle machen. Okay. Heike, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo liebe Edith, guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt haben wir darüber gesprochen, über deinen Motor, dein Warum. Warum deine Gründe, du jetzt aufhören möchtest, auf der Stelle zu drehen. Der zweite Punkt, zu dem ich dich jetzt einladen würde gerne, ist, bitte, bitte, höre auf, dich selbst zu bewerten und zu beurteilen. So nach dem Motto, ich bin nicht gut genug und was da auch alles in deinem Köpfchen vor sich geht. Was da alles in deinem Köpfchen vor sich geht. Im Hinblick auf Bewerten und Beurteilen von dir selbst, aber auch von Situationen und Menschen da draußen. Denn solange wir, das ist ein Punkt, den ich lange nicht so richtig begriffen habe, solange wir irgendwelche Dinge bewerten und beurteilen, haben wir Schlussfolgerungen über diese Situationen und stecken fest. Dann ist keine Entwicklung, kein Vorankommen wirklich möglich. Und letzten Endes ist es ein Stück weit, klingt jetzt vielleicht heftig, aber es ist wirklich ein Stück weit grausam, so sich selbst gegenüber von der Denkweise her zu verhalten, wie wir uns manchmal verhalten. Wir würden mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund uns nicht so unterhalten, wie mit unseren Zwiegesprächen, die wir da manchmal führen, mit uns selbst. Bitte löst dich von diesem Bewerten und Beurteilen von dir selbst und aber auch von anderen Menschen, Dingen und Situationen da draußen. Okay? Gut. Liebe Uta, ich möchte nichts anderes. Was meinst du damit? Schreib's mir doch mal rein. Hat ja einen Grund, warum du hier bist. Was ist denn das, was du möchtest? Teil's doch gerne mal hier mit uns. Oder was meinst du damit? Ich möchte nichts anderes. Was ist dein Wunsch? Was ist dein Ziel? Was sind deine Gedanken von deiner idealen Zukunft? Das ist auch der nächste Punkt, eine gute Überleitung hier jetzt. Ich würde dich jetzt gerne dazu einladen, dir mal zu erlauben, wirklich groß zu träumen. Wenn es nur für diesen Moment jetzt hier ist, tauch mal so ein bisschen in die Energie von einem 3-jährigen Kind ein. Ich würde dich gerne dazu einladen, von dir als 3-jährigen Kind, aber da sind ja so viele Schleier über uns gestülpt, dass wir uns daran ja, nicht weil unser Gedächtnis, unser Gehirn, unser süßes Gehirn das nicht zulässt, aber da sind so viele Schleier und so viele Verletzungen und. Deshalb können wir uns daran immer erinnern. Aber du hast bestimmt irgendwie so eine Vorstellung von so einem kleinen 3-jährigen Kind. Was alles für möglich hält. Ich denke ja gerade an die Nachbarin, die Kleine, die ist ja so 2 wird sie wohl sein. Heute Morgen auch schon ganz früh aufgestanden, klar zum Leidwesen von Mama wohl. Das ist die Energie von einem 2-3-Jährigen und in die würde ich dich jetzt gerne mal einladen, morgens mit großen Augen in die Welt schauen. Was kann ich heute alles entdecken? Was kann ich heute alles erleben? Welche Geschenke hält das Universum heute für mich bereit? Welche Wunder kann ich heute kreieren? Tauch mal bitte in diese Energie jetzt ein. Wenn du magst, schließ gerne auch mal deine Augen. Tauch mal in diese Energie von dieser 3-Jährigen ein. Atme mal 2-3 Mal tief ein und aus. Stell dir einfach vor, du tauchst jetzt in diese Energie von einem 3-Jährigen ein.
Und erlaube dir da mal groß zu denken, groß zu träumen, ohne Begrenzungen. Was, wenn jetzt alles für dich möglich wäre? Wie würdest du leben? Wie würdest du leben? Immer wenn der Kopf dazwischen quatscht, bitte schick ihn auf die Couch, schick ihn auf den Stuhl dir gegenüber oder wo du gerade hockst. Der darf jetzt einfach mal zuschauen und beobachten, okay? Wie würdest du gerne leben, wenn wirklich alles für dich möglich wäre? Wo würdest du gerne leben? Mit welchen Menschen würdest du dich gerne umgeben? Im Hinblick auf die Arbeit, im Hinblick auf Selbstverwirklichung, wenn du deinen Seelenplan lebst, dann ist das keine Arbeit, sondern dann hat das auch was mit Selbstverwirklichung zu tun, im Sinne von ich wirke. Wie viel Zeit würdest du tagsüber gerne mit dieser Arbeit im Sinne von ich wirke, ich bringe meine Botschaft heraus in die Welt verbringen? Wie würde wirklich dein Lifestyle ausschauen? Und erlaube dir bitte auch da groß zu denken. Bitte, bitte, verabschiede dich jetzt mal von dem Gedanken, das oder jenes brauche ich nicht. Ich bin total begnügsam. Wenn alles für dich möglich wäre, wie schön ist es, wenn du die Wahl hast? Sowohl in einer Waldhütte, was ich ja auch schon gemacht habe, eine Woche zurückgezogen im Wald, in der Hütte, ohne Strom, ohne Verbindung zur Außenwelt, ohne fließend Wasser, eine Woche in der Hütte gelebt und so eine Art Rückbesinnung gemacht. Wie schön ist es, wenn du die Wahl hast, das zu machen, aber auch, wenn dein Körper einfach mal die totalen Wohlfühleffekte haben möchte, zu sagen, ich lasse es mir mal in einem schicken 5-6-Sterne-Hotel gut gehen. Wie wäre, wenn alles für dich möglich wäre? Also bitte, sobald jetzt beobachte dich da, sobald jetzt Gedanken aufkommen, das brauche ich nicht. Erlaub dir mal, nicht genügsam zu sein, sondern wirklich jetzt mal, vielleicht klingt es für dich größenwahnsinnig, erlaub dir jetzt mal wirklich groß zu denken. Also wir waren dabei, wie würde sich dein Lifestyle ändern? Welche Wohlfühleffekte würdest du dir und deinem Körper gönnen wollen? Wie wird sich das für dich anfühlen, wirklich selbstbestimmt zu leben? Tauch mal nochmal in die Energie von der Dreijährigen ein. Mit welcher Freude die in den Tag startet. Wie inspiriert die sich fühlt. Und wie erfüllt sie sich abends fühlt, wenn sie zu Bett gebracht wird von der Mama. Weil so viele tolle Dinge heute passiert sind. Weil sie so vieles Neues entdeckt hat. Weil sie stolz auf sich war, dass sie heute zum ersten Mal ihr Türmchen gebaut hat. Tauch mal nochmal in die Energie ein. Und dann, wenn es für dich möglich wäre, tauch jetzt mal in die Energie ein, verbunden mit der Frage, was passiert, wenn du das erreichst? Was passiert, wenn du das erreichst? Wie fühlst du dich dann? Wie fühlst du dich, wenn du wirklich die Essenz von dir selbst erkannt hast? Geh mal rein in das Gefühl, wenn du dich total befreit fühlst. Wenn du angekommen bist hier bei dir selbst, in deinem Leben, wenn du deinen Platz in deinem Leben eingenommen hast, deinen Thron, so nenne ich es jetzt mal, wenn du deinen Thron eingenommen hast, ich muss gerade Schluck trinken, tauch mal in diese Energie ein.
bitte jetzt, was passiert, wenn du das erreichst. Wow, vielleicht kannst du da aufatmen. Genieß mal diese Energie. Okay. So, und jetzt lade ich dich dazu ein, oder ich gehe mal erstmal auf die Fragen hier ein, bevor wir weitermachen. Die Uta, ich möchte unbedingt meinen Seelenplan leben. Ja, triff eine Entscheidung, Uta. Triff eine Entscheidung und starte durch mit der Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Wir beide haben ja auch schon mal miteinander gesprochen. Und also die Menschen, mit denen ich arbeite, ich gehe weder hin, dass ich den Seelenplan channel oder irgendwie in eine Glaskugel reingucke. Warum ist es überhaupt, vielleicht gehe ich an der Stelle mal kurz darauf ein, warum ist es überhaupt so herausfordernd, den eigenen Seelenplan wirklich zu entdecken? Ich habe den für mich selbst auch nicht entdeckt. Man ist ja in seinen eigenen Energien gefangen im wahrsten Sinne des Wortes. Und als ich mir die Hilfe von außen geholt habe, also Energien auch von außen, sprich Mentoren, die mit mir gemeinsam dahin geguckt haben, da ist mir klar geworden, was meine Botschaft da draußen für die Welt ist. Ich werde nachher noch über den größten Fehler in der Richtung mit dir, mit allen hier sprechen, den ich gemacht habe. Da wird es noch mal klarer. Und diejenigen, nur um das mal vorab vorwegzunehmen, die mit mir gemeinsam ihren Seelenplan entdecken, da brauchen wir einen Zeitrahmen von 4 Wochen dazu. Wird nachher auch noch deutlicher, warum. Warum das nicht auf Fingerschnipp und warum das nicht mit irgendeinem Channeling oder so geht. Okay. So, die Stefanie, liebe Irmgard, habe einen Anteil in mir, der so zu leben, wie du es beschrieben hast, immer wieder sabotiert. Er sabotiert das Gefühl. Okay. Liebe Stefanie, ja, kenne ich alles nur zu gut, auch von mir, diese Selbstsabotageprogramme. Diese Selbstsabotageprogramme. Liebe Stefanie und ihr alle, ich glaube, du bist nicht die Einzige, die das in sich erkannt hat jetzt. Und danke dafür, dass du dich auch hier outest. Ich lade dich und alle hier mal ein, dir bewusst zu machen. Oder machen wir mal so. Schließ mal kurz die Augen. Nimm mal deinen Körper wahr. Atme mal 2-3 Mal ein und aus. Nimm mal deinen Körper wahr. Atme, nimm deinen Körper wahr. Und jetzt schau mal, ob du irgendwo merkst, dass es da irgendwo einen Anfang oder ein Ende von deinem Körper gibt. Kannst du da irgendeine Begrenzung wahrnehmen? Ich meine jetzt nicht, dass du die Füße wahrnimmst, die auf dem Boden stehen, sondern kannst du irgendeine Begrenzung von deinem Körper wahrnehmen? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt lade ich dich mal dazu ein, dir mal vorzustellen, wie du dich ausdehnen kannst. Über deinen physischen Körper hinaus. Einfach mal machen. Nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Okay. Und ist da jetzt irgendeine Begrenzung fühlbar für dich? Ist da irgendeine Begrenzung für dich fühlbar? Wahrscheinlich nicht. Und ist nicht genau das, deshalb haben wir das jetzt gemacht hier, öffne gerne nochmal deine Augen, ist das nicht das wahre Indiz dafür, dass du, jeder von uns, einen Körper zwar hat, aber in Wahrheit ein unendlich großes Wesen bist. In Wahrheit bist du ein unendlich großes Wesen, das einen Körper hat, der hier für unser bloßes Auge sichtbar ist. Okay?
Und dieses unendlich große Wesen, das da in Wahrheit eigentlich wirklich bist, gibt es irgendetwas auf dieser Welt, das mächtiger ist als du, dein unendlich großes Wesen? Gibt es da irgendetwas? Es sei denn, du erlaubst es anderen. Es sei denn, du erlaubst es anderen. Wie wäre es, wenn du jetzt dieses große unendliche Wesen, das du im Kern eigentlich wirklich bist, mal wahrnimmst? Welche Wahl würde diese unendlich große Wesen jetzt treffen? Es würde alle Saboteure, alle Verhinderer, alle Begrenzungen, die wir uns hier in unserem süßen Köpfchen, in unserem Körper haben überstülpen lassen, übernommen haben und, wegschicken. Liebe Stefanie und alle hier in der Runde, es ist nicht deines. Es sind Dinge, die dir übergestülpt wurden. Es sind nicht deine Dinge. Okay? Liebe Stefanie, gib mir gerne mal Feedback. Macht das Sinn? Und ihr alle auch. Kannst du das spüren? Kannst du es irgendwo ansatzweise spüren, dass du zwar einen Körper hast, aber in Wahrheit ein unendlich großes Wesen bist, ein Teil dieser großen Energie? Und nichts und niemand in deinem Leben mächtiger ist, sei denn du lässt es zu, als du selbst. Und all die Saboteure wegschicken. Jetzt. Okay? Danke fürs Feedback, liebe Stefanie. Hallo, lieber Sven, guten Morgen. So. Wir haben darüber gesprochen, eben was, wir haben über dein ideales Leben gesprochen, was dir jetzt erlaubt, mal auch größer zu denken, vielleicht auch aus deiner jetzigen Perspektive heraus größenwahnsinnig zu denken. Und wir haben auch darüber gesprochen, was passiert, wenn du das erreichst, dass du dich dann befreit, glücklich fühlst, dich angekommen fühlst. Kannst du ja auch mal gerne ins Kommentarfeld reinschreiben, wie du dich da fühlst. Das sind jetzt so Inspirationen für dich, die ich dir mal so mit auf den Weg gebe. Und du hast die Essenz von dir selbst erkannt. Und jetzt lass mal die Frage auf dich wirken, was möchtest du denn vermeiden? Weil das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Was will ich vermeiden? In der Zukunft in meinem Leben. Was möchtest du vermeiden in der Zukunft? Ich wollte es vermeiden, so weiterzumachen wie bisher aus meiner damaligen Perspektive. Ich wollte vermeiden, dass meine Seele mir über meinen Körper immer wieder Krankheitssymptome schickt. Ich wollte vermeiden, dass ich zurückblickende auf mein Leben, ich hatte viele Chancen, aber ich habe sie nicht genutzt. Sven schreibt, Krankheit, ja. Es gibt so ein schönes Sprichwort, Urheber weiß ich nicht, aber das hat mir so die Augen geöffnet. Das sagt, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält, geh du vor, sagte die Seele zum Körper. Auf mich hört er nicht. Dann sagt der Körper, okay, ich werde krank werden. Dann wird er Zeit haben, er, der Mensch, auf dich zu hören. Was heißt das? Wir haben ja eben drüber gesprochen, wir sind unendlich große Wesen, Energiewesen, die einen Körper haben, für unser bloßes Auge sichtbar. Und ich habe dich vorhin auch dazu eingeladen, aufzuhören, dich selbst und damit auch deinen wunderbaren Körper, den du hast, zu bewerten und zu beurteilen. Und unsere Seele, also dieses ganze Thema Menschsein, steht aus drei Komponenten, Körper plus Geist plus Seele.
die Seele ist so dieser große, dieser Anteil in uns von diesem großen Ganzen. Jeder von uns, ich kann es auch jetzt mal so nennen, hat so einen göttlichen Teil in sich. Ist ein Teil des Ganzen. Und unsere Seele kommuniziert über die leise Botschaften von Gefühlen mit uns. Beispiel dazu, die Aborigines, denen wird im Alter von etwa 18 Monaten schon beigebracht, wenn die Seele mit dir kommuniziert, so dieser Teil des großen Ganzen in dir, dann gibt es nichts Wichtigeres, als dich zurückzuziehen, auf diese Botschaft zu lauschen und ihr dann zu folgen. Das hat man uns ja nicht beigebracht. Im Gegenteil, wir sind ja hier so konditioniert, dass wir Meister darin geworden sind, unsere Gefühle zu unterdrücken. Da kommt es irgendwann zu Wutausbruch. Da sind ganz viele unterdrückte Themen in uns drin. Und irgendwann läuft das Fass über, irgendwann explodiert es. Das ist der eine Aspekt im Hinblick auf Disharmonien. Migräne, Kopfschmerzen, Wutausbrüche, Zorn, Hass. Das sind alles Dinge, wo das Fass im Prinzip überläuft. Und auf der anderen Seite, wie viele Dinge machen wir tagtäglich, da haben wir ja auch eingangs drüber gesprochen, die nicht unserem wahren Kern entsprechen, die uns nicht in die Freude bringen, die uns nicht in die Leichtigkeit bringen, mit anderen Worten, die uns nicht ständig Energie schenken, sondern Energie rauben. Die uns letzten Endes Energie rauben. Und durch diesen Energiemangel im Körper, da könnten wir jetzt 3 Stunden drüber sprechen, ich versuche es jetzt mal in der Kürze auf den Punkt zu bringen, können wir auch mal gerne einen eigenen Beitrag zu machen. Was passiert denn, wenn wir immer mehr Energie verlieren? Dann kommt es zum Defizit. Dann kann das Herz nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich funktionieren will. Dann können die Zellen nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren könnten und wollten. Dann gibt es einfach viele Dinge. Dann gibt es das klassische Schulter-Nacken-Syndrom. Dann gibt es die Gastritis. Dann gibt es Probleme mit dem Darm. Dann gibt es Probleme mit der Haut. Ich hatte früher Neurodermitis. Ich habe mir die Arme blutig gekratzt. Könnte ich dir jetzt auch so eine halbe Stunde davon erzählen, wie viel Disharmonie ich habe. Also ich weiß sehr wohl, wovon ich da spreche. Okay, könnt ihr damit auch was anfangen? Schenkt mir mal gerne Daumen hoch oder Herzlein oder schreibt einfach mal Ja rein zu diesem Thema Krankheit und Disharmonie. Jeder Disharmonie, ich nenne es lieber deshalb Disharmonie, gibt es eine energetische Ursache, die man zuordnen kann. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wenn du ehrlich zu dir bist, dann weißt du, warum eigentlich dir dein Körper diese Botschaften schickt. Wir sind nur da auch manchmal, das höre ich auch oftmals gerade von Menschen so in meinem jugendlichen Alter, eigentlich geht es mir ja ganz gut, eigentlich. Eigentlich heißt ja dann schon eigentlich nicht. Ich habe nur gerade ein bisschen die und die Wehwehwehchen, aber das ist ja normal in meinem Alter. Hey, das ist auch alles nur eine Ansicht, das ist auch nur ein netter Glaubenssatz, den ich früher, als ich mich so auf die 50 bewegt habe vom Umfeld, auch so oft gehört habe, warte mal ab, wenn du erst mal 50 bist und dann kommt das und das und das. Habe ich mir gedacht, Leute, hört auf, daran beteilige ich mich nicht. Ja? Okay, gut. Markus, bei mir ist alles mühsam. Ich gebe dir und alle anderen, danke lieber Markus, dass du das hier auch teilst. Und alle anderen, ich glaube, du bist auch nicht der Einzige hier, der das Gefühl hat, bei mir ist alles mühsam. Einen Satz mit auf den Weg. Eine Frage mit auf den Weg. Weil wir haben ja auch eben über das Thema Bewerten und Beurteilen gesprochen. Wenn wir etwas bewerten und beurteilen, stecken wir fest. Und nehmen wir mal diesen Satz jetzt. Bei mir ist alles mühsam. Das ist eine Feststellung, ist eine Bewertung, ist eine Beurteilung. Schlussfolgerung.
Bitte, jetzt nicht falsch verstehen. Mit dir ist nichts falsch. Wir sind ja nie in diese andere Richtung konditioniert worden, in die es zu gehen. Alles gut, kenne ich nur zu mir, von mir. Auch heute merke ich manchmal, wie ich noch was bewerte und beurteile und eine Schlussfolgerung habe, statt Fragen zu stellen. Fragen zu stellen öffnet immer das Feld der Möglichkeiten. Und deshalb meine Frage, die du dir stellen kannst. Wie kann es jetzt leichter werden? Wie kann es einfacher werden? Wie kann ich in meine Freude kommen? Wie kann ich mir heute anfangen, wie kann ich heute anfangen, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Spaß in mein Leben zu lassen? Und dann dieser Energie folgen, dieser Impuls folgen und auch dem Körper vertrauen. Unsere Körper, die wissen viel, viel mehr als das, was wir uns von unserem Kopf her wirklich eingestehen. Wenn du deinen Körper auch fragst, Körper, was brauchst du? Auch da bekommst du Antworten. Das können unterschiedliche sein. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Okay? Gut. Sven, habt ihr schon gesprochen, wie man seine Seelenessenz erkennen kann und wie man sie präsentiert? Ich habe mal vorhin, bin ich ganz kurz drauf eingegangen, aber werden wir jetzt noch näher drauf eingehen. Nochmal, ja? Okay. Gut, also, bin noch mal ein bisschen abgewichen vom Thema. Was passiert, wenn du das erreichst? Darüber haben wir eben als Letztes gesprochen, dass du die Essenz von dir selbst erkannt hast, dass du dich frei fühlst, dass du dich glücklich fühlst, dass du dich angekommen fühlst, dass du in deiner Mitte bist, dass du selbst bist. Okay? Und jetzt nochmal die Frage, was möchtest du vermeiden? So weiterzumachen wie bisher? Diese Krankheitssymptome, Disharmonien, zurückzublicken auf ein Leben, dass du viele Chancen gehabt hast, aber sie nicht genutzt hast? Dass du diese wertvolle Lebenszeit hast an dir vorbeiziehen lassen. Ich gebe dir einfach mal so Impulse, Gedankenimpulse mit. Fühle dich hinein, was für dich stimmig ist und auch was in dir aufkommt. Vielleicht willst du vermeiden, weiter so unsicher zu sein und in den Angstenergien auch zu sein. Vielleicht begleiten dich auch so ein bisschen unterschwellig die Ängste neben den Saboteuren, wirklich zu gehen für dein Herz, für deinen Seelengang, weil da kommen auch Ängste auf. Da kamen auch bei mir Ängste auf, wo ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt wirklich für mein traumhaftes Leben entscheide, bei mir war das, mich in erster Linie dort aufzuhalten, wo es warm ist, weil ich einfach Wärme liebe, total. Ich liebe einfach Wärme. Und das ist das, was ich hier auf Zypern gerade so genieße und liebe, dass es einfach warm ist, dass man nicht 10 Sachen anziehen muss, um nicht zu frieren, im übertragenen Sinne. Und ja, ich bin auch mal gerne im Wintersport unterwegs, auch das liebe ich. Aber dann bitte vorher und nachher wieder Wärme und nicht irgendwie aushalten. Ja. Was ich vermeiden wollte, ist dieser Stillstand und das gefühlte Chaos um mich herum. Und auch alt zu werden, krank zu werden und das Gefühl zu haben, nicht wirklich gelebt zu haben. Und im Hinblick auf Ängste würde ich dir auch noch gerne einen Impuls mit auf den Weg geben, weil das bei mir auch aufkam. Wenn ich jetzt mir wirklich erlaube, mir mein traumhaftes Leben zu gestalten, dann kamen Ängste auf, geht dann die Partnerschaft, wir sind seit 25 Jahren zusammen, geht dann die Partnerschaft vielleicht daran zunichte, zerstöre ich das Familienleben, wollen die Kinder dann nichts mehr von mir wissen und. Das sind alles Dinge, die mich auch begleitet haben. Nur schau mal, wenn du deine wahre Größe wirklich einnimmst, dein Potenzial lebst, mit dir im Reinen bist, im Frieden bist, diese Ausstrahlung, dieses Charisma hast,
wie sehr im positiven Sinne verändert sich denn dann deine Partnerschaft? Oder wenn du in keiner Partnerschaft bist, weil du dir schon lange eigentlich einen Partner auf deinen Seelenpartner an deiner Seite wünschst, wie sehr kann der dann wirklich zu dir in dein Leben kommen? Wie sehr könnt ihr wirklich auf Augenhöhe miteinander kommunizieren? Wie sehr verändert es wirklich im positiven Sinne dein Umfeld, deine Familie? Und was ich auch vermeiden wollte, was vom Gefühl, vielleicht geht dir das auch so, fühl mal hinein, dich auf eine gewisse Art und Weise verloren zu fühlen. Also so in einer Opferrolle quasi von mir selbst zu sein. So, und jetzt würde ich gerne nochmal mit dir in die Energie eintauchen. Was passiert, wenn du das wirklich schaffst? Ist das dann der Quantensprung, die Freude in deinem Leben, der Durchbruch in deinem Leben, die du wirklich haben möchtest? Fühlst du dich dann wirklich satt und erfüllt? Fühl mal nochmal hinein, was das alles in deinem Leben verändert. Hast du dann wirklich... Nicht nur, wenn du zurückblickst auf dein Leben mal, sondern auch, wenn du jetzt abends zu Bett gehst, das Gefühl, wirklich etwas geben und erschaffen zu haben. Wie erfüllend sind dann deine Tage, dein Leben? So, der Sven schreibt noch, ich kann irgendwie gar nicht denken, was ich vermeiden möchte. Ich denke, was kann ich Tolles tun? Ja, sehr gut. Ich denke, was kann ich Tolles tun? Das ist sehr, sehr gut. Warum ich jetzt auch die Frage an dich, an euch hier weitergegeben habe, was willst du vermeiden? Einfach, um nochmal bewusst zu machen, was du nicht mehr in deinem Leben haben möchtest. Warum du nicht mehr so weitermachen möchtest wie bisher. Okay. So, was ist der nächste Schritt? Da würde ich jetzt gerne mal eine kleine Übung noch mit dir machen. Bist du bereit, damit du auch so richtig jetzt mal die ganzen Dinge, die du nicht mehr haben möchtest, damit wir die jetzt auch mal loslassen und transformieren. Okay? Also, ich würde dich dazu einladen, mal nochmal die Augen zu schließen. Mit mir gemeinsam. Ich schließe jetzt auch die Augen. Atme ein und aus, zwei, dreimal. Ganz tief und genüsslich ein- und ausatmen. Komm mal ganz im Hier und im Jetzt an. Jetzt weiter nichts zu tun, als einfach nur da zu sein. Löse dich jetzt einfach mal von irgendeinen Ansprüchen, wie jetzt einfach etwas zu sein hat. Und komm jetzt mal in diesem Augenblick an. Mach mal alle Begrenzungen, alle Barrieren runter, die vielleicht noch da sind. Nimm mal dein unendlich großes Wesen, das du in Wahrheit bist, auch wahr. Dehn dich aus. Wunderbar. Und jetzt, wenn ich auf drei zähle, eins, zwei und drei, lass mal vor deinem geistigen Auge einen großen Spiegel entstehen mit einem schwarzen Rahmen. Lass vor deinem geistigen Auge mal einen großen Spiegel entstehen mit einem schwarzen Rahmen. Und jetzt schau mal als Außenstehender in diesen Spiegel hinein. Dieser Spiegel, da läuft jetzt so ein bisschen was von den Dingen ab, die du nicht mehr haben möchtest in deinem Leben, wo ich dir eben ein paar Impulse geschenkt habe. Pack mal all die Dinge in diesen Spiegel jetzt rein, die du in deinem Leben künftig nicht mehr haben möchtest. Sei es Sorgen, sei es Ängste, sei es das Alleinsein, sei es Zorn, Wut, Hass, Neid, Streit, Eifersucht. Pack mal in diesen Spiegel jetzt all die Dinge hinein, die du künftig nicht mehr haben möchtest.
Okay. Und jetzt lassen wir mal nochmal auf magische Art und Weise etwas entstehen, wenn ich auf drei zähle. 1, 2 und 3. Dann nimm mal in deine Führungshand oder gerne auch in beide Hände eine Axt, ein Beil, ein großer Stab und zerstör jetzt 1, 2 und 3 mal diesen Spiegel mit all den Dingen, die du nicht mehr haben möchtest. Nimm mal all deine Kraft und Energie und zerstör diesen Spiegel mit all den Dingen, die du künftig nicht mehr haben möchtest. Und all das, an das du jetzt auch gar nicht, noch nicht mal gedacht hast, all das zerstörst du jetzt noch mit. Okay? Mit der Axt, mit dem Beil, mit dem großen Stock, den du jetzt in deiner Hand hast. Alles zerstören, null und nichtig zu machen. Löse dich mal von all diesen Dingen. Jetzt. Wow. Und jetzt fühl mal, wie du dich jetzt vielleicht auf eine Art und Weise befreit fühlst. Gib den Stock, das Beil, die Axt, was auch immer es war, jetzt nochmal ans Universum ab. Und jetzt lade ich dich ein, mal dein ganzes Sein auf Empfang zu stellen. Du kannst auch gerne so die Hände ausbreiten. Stell mal dein ganzes Sein auf Empfang und lass mal auf dich wirken, wie es wäre, wenn du jetzt ab diesem Augenblick aufhörst, wirklich aufhörst, dich selbst zu bewerten und zu beurteilen und stattdessen mal das tiefe, tiefe Wissen, die tiefe Weisheit, die in dir verborgen ist, zulässt. Wie wäre es, wenn du jetzt aufhörst, dich selbst zu bewerten und zu beurteilen und Schluss zu folgern, stattdessen das tiefe Wissen und die tiefe Weisheit, die in dir verborgen ist, zulässt? Und was wärst du ohne all diese Ansichten und Bewertungen jetzt über dich selbst? Wer wärst du dann? Und wie wäre die Vorstellung, wenn du jetzt viel mehr Freude und Spaß im und an deinem Leben haben könntest? Wenn du dir das erlauben würdest, wenn du der Freude, dem Spaß, der Leichtigkeit und all dem, was für dich dazugehört, wenn du jetzt das empfangen würdest, wenn du es dir erlauben würdest, wenn du dich ermächtigen würdest, das jetzt zu groß für dich ist, dieses Thema ermächtigen, dann fühl dich jetzt für diesen Augenblick mal von mir ermächtigt, dass du es dir erlaubst zu empfangen. Wie wäre es, wenn du dich selbst, deiner einzigartigen Größe, deinem einzigartigen Wesen, das du in Wahrheit bist, mit all deinem Wissen, deinen Fähigkeiten, dich jetzt mal selbst zu 100% empfangen und anerkennen würdest. Und was wäre, wenn du aufhörst, jetzt auf die Außenwelt zu reagieren und stattdessen aus deiner eigenen Kraftquelle heraus beginnen würdest, zu agieren und zu schöpfen? Was wäre, wenn du jetzt in die Welt das bringst, was du in deinem Kern wirklich bist? Und jetzt schließ nochmal die Augen, atme ein und aus und nochmal ein und aus, tief und genüsslich noch einmal ein und aus, dehn dich nochmal aus in dein wahres, großes, unendliches Wesen, dass du in Wahrheit bist. Tauch nochmal ein in die Energie von einem Dreijährigen, von einer Dreijährigen. Erlaub dir jetzt einfach nur zu sein. Erlaub dir einfach nur zu sein. Wenn ich auf 3 zähle, 1, 2 und 3, lass vor deinem geistigen Auge einen großen, einen wunderschönen,
großen weißen Spiegel entstehen. Oder nimm auch gerne die Farbe Gold. Gerne Gold oder Weiß. Dass einen wunderschönen, großen, weißen oder goldfarbenen Spiegel entstehen. Jetzt. Jetzt gib mal in diesen Spiegel all die Dinge hinein, über die wir vorhin gesprochen haben, wie dein traumhaftes Leben wirklich ausschaut. Mal in diesen Spiegel all die Dinge hinein. Wie willst du leben? Wie schaut dein Lifestyle aus? Wie schauen deine Beziehungen aus? Wie schaust du auf dich selbst in deinem neuen Leben, in deiner neuen Identität? Wie sehr hast du dich in deiner neuen Identität, auch der Geldenergie geöffnet, die zu dir fließt? Was hat das alles in deinem neuen Leben verändert? Wie sehr bist du wirklich du selbst in deinem neuen Leben? Pack das mal alles in diesen wunderbaren, großen Spiegel hinein. Atme in Bar. Geh in die Energie von der Dreijährigen, von dem Dreijährigen nochmal. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie du aus dem Universum, aus allen Universen, aus allem, was ist, aus dem ganzen Planetensystem, einfach vorstellen, wie es wäre, wenn du jetzt all die Energien, die dazu passen, zu dir ziehst, zu diesem Spiegel ziehst, durch den Spiegel hindurch ziehst und weiterfließen lassen lässt zu dir. Von dir aus wiederum diese wunderbaren Energien von deinem idealen Leben weiterfließen lässt. Und du ziehst weiter vom Universum, von allen Universen, von dem ganzen Planetensystem, von allem, was ist. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn du das jetzt machen könntest. Es funktioniert. Es sind Dinge, die können wir von unserem logischen Verstand her, von unserem süßen Köpfchen her, nicht greifen, nicht erklären, einfach machen. Stell dir einfach vor, diese Energie fließt jetzt in diesen Spiegel hinein, in dieses wunderbare neue Leben, das du dir gerade erschaffen hast. Lass die Energie durch den Spiegel hindurch fließen, zu dir, atme sie ein mit deinem ganzen Sein und lass sie über dich hindurch fließen, weiterfließen, sodass du so in diesen ganzen Kreis eingebunden bist. Wow, wie schön, genieße. Und genieße. Schreib mir doch mal gerne in den Chat rein, wie es dir jetzt geht. Wie geht es dir jetzt? Wie fühlst du dich? Schreib mir das gerne mal rein. Auch immer einen Moment, bis ich das hier angezeigt bekomme. Was ist jetzt zu tun, um das zu erreichen, wo wir gerade eingetaucht sind? Fünf Dinge, fünf Schritte dazu. Fünf Schritte. Erstens, du darfst beginnen jetzt. Du darfst es dir erlauben. Ein neues Buch aufzuschlagen mit leeren Seiten. Und diese neue Geschichte, die du dir gerade kreiert hast, neu zu schreiben. Wow, ihr Lieben, der Sven schreibt leicht und frei, die Uta, wunderbar, sehr schön. Markus schreibt, ich habe so viel Liebe gespürt und musste weinen. Wow, Markus, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Verletzlichkeit hier. Vielen, vielen Dank, das ist so ein Beitrag. Leicht, frei und kraftvoll, schreibt die Stefanie. So, so schön. Vielen, vielen Dank. Wow, danke. Danke auch, ein großes Kompliment, dass du dich so drauf eingelassen hast. Sehr, sehr schön.
Also die 5 Schritte, um das jetzt wirklich auch zu erreichen und es zu deiner Lebenswirklichkeit werden zu lassen. Erster Schritt war, du darfst dir jetzt wirklich vorstellen, wie du ein neues Lebenskapitel, ein neues Lebensbuch, das noch leere Seiten hat. In der ersten Seite sind so die Dinge drin, die du jetzt gerade schon fühlen konntest, neu zu schreiben. Der zweite Punkt ist, all deine Ansichten, Glaubenssätze, was da noch in dir drin ist, die darfst du wandeln. Mit diesen Dingen, die du bislang geglaubt und gedacht hast, bist du ja ins Handeln gekommen und hast die jetzige Lebenswirklichkeit hier erschaffen. Du darfst das jetzt alles wandeln, ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt geht damit einher. Du darfst beginnen, neue innere Dialoge, eine neue innere Kommunikation zu führen. Es war eine neue innere Kommunikation dahingehend, die dich dorthin bringt auch. Da sind wir nochmal bei dem Thema, nichts zu bewerten, nichts zu beurteilen, schon gar nicht sich selbst. Schon gar nicht in diesem inneren Dialog zu sein, dass du das nicht kannst, weil. Beginn, diese Dialoge zu wandeln und solche Dialoge zu führen, die dich in diese Richtung bringen, weil diese ganzen Dialoge sind auch eine Form von Energie, die wir aussenden, und auch da dockt das Universum die entsprechenden Energien an, nach dem Motto, dein Wunsch ist mir Befehl, und das wird zu deiner Lebenswirklichkeit. Ja? Also beginn neue innere Dialoge zu führen. Der nächste Punkt, du darfst dich auch dafür entscheiden, dafür jetzt zu gehen. Das heißt, du darfst dich jetzt auch dafür entscheiden, dich von deinem alten Leben zu verabschieden, durchzusteigen in dein neues Leben, das du dir gerade kreiert hast, das du gerade im Spiegel gesehen hast, wo du Energien noch mehr davon zu dir gezogen hast, die du weiter zu dir hast fließen lassen, die dich durchflutet und durchpulst haben. Zu den Glücksgefühlen, zu den Leichtigkeiten, zu den Freiheitsgefühlen geführt haben. Du darfst dich dafür jetzt entscheiden. Und bitte, meine Liebe, mein Lieber, wenn du dir jetzt nicht die Erlaubnis dafür gibst, von mir hast du jetzt offiziell den Segen, okay? Du darfst dich dafür entscheiden, du darfst es erlauben, du darfst jetzt weiter auf Empfang sein. Ein ganz wichtiger Punkt. Du darfst jetzt beginnen, neue Handlungen in dein Leben zu integrieren. Nochmal, du darfst jetzt beginnen, neue Handlungen in dein Leben zu integrieren. Weil mit der bisherigen Denk- und Handlungsweise bist du ja da angekommen, wo du bis eben noch gestanden hast. Jetzt geht es weiter in eine andere Richtung. Das heißt, du darfst auch zu beginnen, anders zu handeln und dich von den Handlungen oder auch Gewohnheiten zu verabschieden, dich auch immer zu fragen, diese Handlung, diese Gewohnheit, bringt mich die jetzt wirklich in dieses Leben, wo ich rein möchte? Wenn ein Ja kommt, machen. Wenn ein Nein kommt, lassen, killen, weg. Welche Handlung bringt mich jetzt dorthin? Und dann, wenn du diese Schritte machst, es geht gar nicht anders, dass du dann andere Resultate in deinem Leben erzielst. Weil mit den bisherigen Geschichten, die du dir erzählt hast, mit den bisherigen Glaubenssätzen, mit den bisherigen Dialogen, mit den bisherigen Entscheidungen, mit den bisherigen Handlungen, die bis eben noch da waren, hast du die jetzige Lebenswirklichkeit erschaffen. Und jetzt weißt du, goldfarbener Spiegel, weißer Spiegel, wo es hingeht. Deshalb darfst du jetzt beginnen, neue Geschichte zu schreiben, neue Glaubenssätze zu integrieren, sprich den alten Kram zu wandeln, neuere innere Kommunikation zu führen, neue Entscheidungen zu treffen, anders zu handeln. Das geht gar nicht anders, das ist ein Naturgesetz, dass du dann auch diese Resultate erzielst, die du haben möchtest. Und da gibt es noch einen Knackpunkt. Und das ist der größte Fehler, den ich jahrelang gemacht habe.
Wir hatten an einer Stelle vorhin schon mal so das Thema, dass man ja so in seinen eigenen Energien gefangen ist. Dass man in seinen eigenen Energien gefangen ist. Und das wollte ich viele, viele Jahre nicht wahrhaben. Deshalb der größte, allergrößte Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe jahrelang versucht, das alles alleine hinzubekommen. Diese Schritte, über die wir eben gesprochen haben, alleine umzusetzen. Warum? Warum habe ich so jahrelang versucht? Weil ich habe, ich glaube 2015 war das, angefangen, Kongresse zu machen, in die Online-Welt reinzugehen. Ich habe 4 Kongresse veranstaltet, damals den größten Lebensfreude-Kongress, der es damals gab, mit 50 wunderbaren Referenten, wo ich mich so tief im Herzen berührt gefühlt habe und auch so geehrt gefühlt habe mit diesen Größen, die bis dahin noch nie bei einem Kongress dabei waren. Inzwischen sind die selbstverständlich bei ganz vielen Kongressen dabei. Ich habe mich aus dem Kongressgeschehen schon lange zurückgezogen, aber trotzdem kriege ich immer mal noch mit, was da so ein bisschen was am Markt ist und sehe dann die so selbstverständlich bei den Kongressen auch als Sprechern dabei sind. Und da habe ich einfach so den einen oder anderen ja auch gesehen, habe viele in dieser Szene auch persönlich kennengelernt, wie die dann letzten Endes in der Online-Welt, im Online-Business mit ihrem Herzensding durchgestartet sind. Und dann habe ich jahrelang versucht, das nachzuahmen, mir die Inspiration geholt so, und dann einfach gedacht, das kriege ich auch alleine hin. Und das war wirklich der größte Fehler, den ich gemacht habe. Warum? Weil ich zwar geguckt habe, wie macht der ein oder andere das, wollte es danach machen, aber ich war gefangen in meinen eigenen Energien und, was ich nicht gesehen habe, welche Stellschrauben, um es jetzt mal so auszudrücken, es in meinem Inneren, im Unbewussten, also die Dinge, die mir gar nicht bewusst waren. Ich unterscheide immer sehr gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewusstem. Welche Stellschrauben es im Unbewussten noch zu verändern gibt, die dann wirklich die Resultate da draußen erzielen. Das ist wirklich der größte Fehler, den ich gemacht habe. Und dann kamen natürlich wieder Zweifel auf, das hat dann nicht so funktioniert. Und schon wieder war ich in dieser Spirale drin und habe mich im Kreis gedreht. Ein Schritt vor, 2 zurück. Und dann gedacht, verdammt nochmal, bin keinen Schritt weitergekommen. Okay. Und deshalb habe ich jetzt mal so einen ultimativen Tipp noch für dich und Fragen, die ich mir damals gestellt habe, als ich dann gemerkt habe und gedacht habe, jetzt ist endgültig Schluss hier mit auf der Stelle treten, jetzt starte ich endlich durch und habe mich gefragt, stell dir diese Frage jetzt auch, die gebe ich dir jetzt mit auf den Weg. Das ist wirklich die ultimative Frage. Wie schaut mein Leben aus, die habe ich mir damals gestellt, wenn ich mich jetzt endlich begleiten lasse? Wie schaut dein Leben aus, wenn du dich jetzt endlich begleiten lässt? Und wirklich mal diese ganzen Schleier lüftest. Wirklich mal aus dem Unbewussten den ganzen Kram wirklich mal loslässt. Wie schaut mein Leben aus, wenn ich mich jetzt begleiten lasse in einem Jahr? Da kam ganz klar der Impuls, dann höre ich endgültig auf, es alleine zu versuchen. Dann bin ich endgültig dort, wirklich, wo ich hin will. Und ich habe mir da Mentoren geholt, die eben dort waren, wo ich hin wollte. Das meine ich jetzt mit Begleitung. Und Wahrheit, diese Frage habe ich mir auch gestellt, wie wird mein Leben ausschauen, wenn ich so weitermache wie bisher? Was kreiert mir mehr, wenn ich und vor allem schneller mein neues Leben, wenn ich mich jetzt begleiten lasse oder wenn ich es weiter allein versuche? Wenn ich es jetzt bei dieser Inspiration belasse, oder wenn ich mir jetzt wirklich mal diese Schritt für Schritt Anleitung hole. Das hat für mich wirklich alles verändert. Weil ich habe mir auch eins gesagt, ich habe es jetzt so lange schon versucht und immer wieder gedacht, ja, jetzt habe ich immer mal wieder Dinge verändert und vielleicht wäre ich in 10 Jahren auch alleine in dem Leben angekommen, wo ich jetzt bin. Nur
Das Wertvollste, was wir haben, das ist unsere Lebenszeit. Und ich für mich wollte einfach aufhören, stabil, an mir zu zweifeln, immer wieder da zurück ins Schneckenhaus, Unsicherheit, unsicher zu sein, ist es das jetzt wirklich? Was ist wirklich die Quintessenz von mir selbst, um mir immer wieder Impulse zu holen? Und ja, ich bin mir so vorgekommen, wie wenn ich in einem Boot hocke, auf dem See da rumschippere und da mir einen Impuls hole, ins Boot reinhole und da einen Impuls hole, ins Boot rein und da einen Impuls und da rumrudere. Und da ist das rettende Ufer. Ich brauche eigentlich nur das Navigationssystem, Schritt für Schritt, um da anzukommen. Und das wollte ich. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, auf dem kürzesten Weg da ans Ufer zu kommen, ans rettende Ufer. Und das ist das Wertvolle von einer Begleitung, weil ich habe mir gesagt, ich habe es jetzt lange genug alleine probiert, mir Impulse geholt. Jetzt geht es in diese andere Richtung. Okay, so. Schauen wir mal, ob noch Fragen sind. Nee, im Moment keine. Wenn du dich jetzt auch begleiten lassen möchtest, wenn du jetzt auch in diese Energie stabil eintauchen möchtest, die wir jetzt aufgebaut haben, wenn du jetzt wirklich in dieses Leben eintauchen möchtest, das du eben in deinem Spiegel gesehen hast. Am 1. August starte ich letztmalig für dieses Jahr ein 8-Monats-Programm, wo ich dich Schritt für Schritt an die Hand nehme, wir gemeinsam die Quintessenz deiner selbst entdecken, deinen Seelenplan, deine Lebensaufgabe. Wir werden dein ganzes Mindset vom Kopf auf die Füße stellen und drehen, inklusive deinem Geld-Mindset, also auf dieser Energie, dass du dich öffnen. Weil wir haben zu nichts und niemandem, glaube ich, so ein krankes Verhältnis als zu dieser Geldenergie. Wir laden alles an Energien in unser Leben ein und merken dann und stellen dann irgendwann fest, boah, was sind hier Saboteure und Verhinderer und. Auch alles Energien. Der Geldenergie, da verschließen wir uns. Stell dir mal vor, wir hätten als Kinder mitbekommen, dass so wie alles eine große Energie ist, wie die Luft zum Atmen da ist, auch das Geldenergie da ist. Die ist einfach da. Weil wenn sie nicht da wäre, dann gäbe es ja keine Menschen, die, keine Ahnung, 100.000 Euro tagtäglich verdienen oder die Millionäre sind. Und jetzt spreche ich auch von glücklichen Millionären, nicht von Menschen, wo das Konto gefüllt ist und die trotzdem keine Freude und Leichtigkeit haben. Also da werden wir ganz, ganz viel mit arbeiten. Du wirst in diesen 8 Monaten eine ganz klare, andere Gedankenausrichtung ganz stabil in dein Leben integriert haben. Denn du wirst absolut lernen, wirklich in Resultaten zu denken. Keine Schlussfolgerung, sondern in Resultaten, so wie du es haben willst, stabil, sodass du nicht wieder zurückgehst ins Schneckenhaus. Und all das, was im Unbewussten da aktiv ist, wie so ein Virus, wie beim Computer, das werden wir alles loslassen. Das werden wir alles wandern, null und nichtig machen. Okay? Du wirst lernen, richtig zu manifestieren. Du wirst lernen, richtig zu manifestieren. Diesen wunderschönen Wohnbereich, den wir uns jetzt hier erschaffen haben auf Zypern, mit einem privaten, wunderbaren Strand, mit einem privaten Pool, eine wunderbare Wohnung hier mit 2 Bädern, mit 2 Schlafzimmern, mit einer Terrasse. Das habe ich mir alles manifestiert. Und auch da gilt es, gewisse Dinge zu beachten, damit das funktioniert. Und das werden wir auch gemeinsam machen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du auch auswandern musst auf Zypern, sondern wir werden genau herausfinden, nochmal gemeinsam hinschauen, wie genau schaut dein Leben nach deinem Herzen aus. Und da knüpfen wir dann an. Damit du dich dann letztlich auch der Welt da draußen mit deiner Botschaft zeigst, dass du auf deiner Lebensbühne ankommst, dass du so bei dir selbst angekommen bist, so in der Freude und in der Leichtigkeit bist, dass du da stehst auf Empfang, die Menschen dich feiern,
weil du dir deiner wahren Größe, Stärke und Energie bewusst bist, weil du auf deiner Lebensbühne so stehst und deinen Beitrag für diese wunderschöne Welt leistest. Und es gibt noch einen Bonusmonat, also 8+1, das nächstes Jahr im April. Denn dann werden wir 3 ganz exklusive VIP-Tage in einem exklusiven Ambiente, und das wird in der Tat hier auf Zypern sein, miteinander verbringen, um dich und deine Erfolge dann zu feiern hier. Also das Feinste vom Feinsten wird da auf dich warten. Okay, also 8-Monats-Programm plus ein Bonusmonat im April mit 3 exklusiven VIP-Tagen hier in einem ganz exklusiven Ambiente auf Zypern. Und wenn ich von exklusiven VIP-Tagen spreche und exklusives Ambiente und dieser exklusiven Begleitung hier im Rahmen dieser 8+1 Monate, da geht es natürlich um eine exklusive, elitäre, kleine Gruppe. Da gibt es nur 5 Plätze. Wir arbeiten mit 5 Personen ganz exklusiv zusammen. Du, ich, mein wunderbares Team begleiten dich, sind für dich da. Bist nicht mehr allein gelassen. Und sobald du anfängst, wieder an dir zu zweifeln, gibt es so den kleinen, sorry für den Ausdruck, Arschtritt, dass du ganz rasch wieder in Resultaten denkst und die Gedankenausrichtung hast, die du auch haben möchtest. Okay? So. Und da diese Gruppe so exklusiv sein wird, dieser exklusiven Begleitung, es gibt ein Bewerbungsformular. Wir werden da ein paar Fragen, wir wollen dich natürlich auch zunächst mal gerne näher kennenlernen. Und von den Bewerbern werden wir dann auswählen. Die ersten 3 werden auf jeden Fall schon mal ein bisschen einen Vorrang haben. Warum? Warum sage ich das? Denn etwas, was ich gelernt habe auf diesem Weg, in dieses jetzige Traumleben, das ich uns erschaffen habe, ist, schnelle Entscheidungen zu treffen. Auf das Herz, auf den ersten Impuls zu lauschen, weil der kommt immer aus dem Herzen, aus der Seele. Alles andere, was anschließend anknüpft, kommt aus unserem süßen Köpfchen. Sind wieder Ansichten, Bewertungen und geht das und funktioniert und tralala. Ganz wichtiger Aspekt, wenn du wirklich durchstarten willst, dir dein Leben erschaffen willst. Und vor allem dir nicht ein Hamsterrad erschaffen willst, im Sinne von selbst und ständig dein eigenes Ding zu machen, sondern auch unternehmerisch denken und handeln möchtest und dich selbst so verwirklichen möchtest, dass du ja mit 1, 2, 3 Stunden am Tag wirklich dein Ding machst, dein Herzensbusiness nenne ich es jetzt mal, und ansonsten es dir gut gehen lässt, mit der Geldenergie, die dann zu dir passt, dann darfst du dich schnell entscheiden. Okay? Und ansonsten, es gibt insgesamt 5 Plätze, da werden wir unter den Bewerbern auswählen. Deshalb würden wir dich gerne zunächst mal ein bisschen näher kennenlernen, haben ein paar Fragen an dich, füll das aus. Ich poste dir den Link jetzt hier mal rein. Ups, so, just a moment, ich muss mir ja gerade suchen. Okay, jetzt muss ich doch auch erstmal auf Facebook gucken, wo ich denn überhaupt zu sehen bin. Handy habe ich an, aber am Computer möchte ich ja jetzt diesen Link reinstellen. Da ist er. So, im Kommentarfeld findest du es jetzt hier. Und dann gehe ich auch gerne noch auf eure Fragen ein. Link ist drin. Okay, also schnell sein. Schnellentscheider werden belohnt. So, das denn. Den ganzen Luxus kann man aber auch nur dauerhaft genießen, wenn man auch das innere Glück gefunden hat und das unabhängig ist von äußeren Umständen. Ja, genau. Ganz genau. Sven, du hast es erkannt.
Du hast das zusammengefasst, worüber ich eben noch abschließend gesprochen habe. Dass es darum geht, ein ganz wichtiger Aspekt im Hinblick auf Mindset. Wir werden uns mit deinem, ich nenne es jetzt gerne Millionärs-Mindset beschäftigen. Dass du in Resultaten denkst, dass du eine ganz klare Gedankenausrichtung stabil hast in die Richtung, wo es wirklich hingeht. Dass du lernst, richtig zu manifestieren, dass du dir diese Lebenswirklichkeit so erschaffst, wie sie wirklich zu dir passt und dich befreist von allen äußeren Umständen, die dich da irgendwo hindern wollen, wirklich deinen Weg zu gehen. Und da spreche ich von einem glücklichen, befreiten Leben, so wie es zu dir passt. So. Ich sehe ja gerade noch Fragen. Der Markus fragt unter anderem, wie teuer ist die Unterstützung? Wie teuer ist es, so weiterzumachen wie bisher? Klar. Ja. Also das ist auch etwas, was ich mich gefragt habe. Ich sagte ja natürlich auch gleich gerne den Energieausgleich. Was kostet es mich? Ich habe ja vorhin so die Fragen mit auf den Weg gegeben, wo ich mich gefragt habe, wie wird mein Leben sein, wenn ich mich begleiten lasse in einem Jahr. Das hat es offen gemacht. Da kam ganz klar, komme ich endlich mal da an und höre auf dem Boot rumzuschimmern. Und Wahrheit, wie wird mein Leben sein, wenn ich jetzt so weitermache bisher, mal wieder mit diesen Aspekten und Impulsen, die ich bekommen habe, mal weitermache und dann doch wieder eine Runde drehe. Ja, das wollte ich nicht mehr. Weil das hat mich Zeit, Kraft, Energie, Lebensqualität, viel Stress und alles Mögliche gekostet. Okay? Deshalb, kleiner Hinweis noch für den Kopf, was bringt es dir? Was bringt es dir? Wie wird dein Leben in einem Jahr sein, wenn du dich jetzt begleiten wirst? Was wir alles machen, darüber haben wir jetzt gesprochen. So, und dein Invest in dieses neue Leben, 8-Monats-Programm, exklusive Gruppe, 5 Teilnehmer, du tauchst in meine Energie, in die Energie von unserem wunderbaren Team ein, wir begleiten dich. Und du bekommst noch einen Bonusmonat im April, in dem wir noch 3 exklusive VIP-Tage hier in einem wunderbaren, exklusiven Ambiente hier auf Zypern miteinander verbringen. Entschuldigung. So. Dein Invest in dieses Programm zum Durchstarten, das sind 25.000 Euro. Und 1. August geht's los. Link hast du im Kommentarfeld. Entscheide dich rasch, folge dem ersten Impuls. Und das Seltsame dabei ist auch noch, ich denke gerade so zurück an ein Programm, für das ich mich entschieden hatte, also mein allererstes Programm im 5-stelligen Bereich, 12.000 Euro, dann später 65.000 Euro. Mein Kopf, mein System hat da irgendwie rebelliert. Nur das ganz Seltsame ist, sobald ich mich dafür entschieden hatte, das zu machen, ist auch die Geldenergie gekommen. Weil ich hatte mich dafür entschieden und habe mir dann bewusst, unbewusst auch die Frage gestellt, wie kann ich jetzt diese Geldenergie in mein Leben lassen? Das heißt, hätte ich damals erst darüber nachgegrübelt, wie schaffe ich es jetzt 12.000 Euro oder wie schaffe ich es jetzt 65.000 Euro in mein Leben zu lassen, um mir dieses Coaching, dieses Mentoring zu leisten. Das hätte nicht funktioniert, da hätte ich mich weiter im Kreis gedreht. Deshalb, das ist auch so ein ungeschriebenes Naturgesetz, das aber funktioniert. Folge dem ersten Impuls, entscheide dich dafür, durchzustarten, jetzt dich begleiten zu lassen, dass du darauf ankommst. Und dann im nächsten Schritt öffne dich den Impulsen, den Ideen, dass auch dieses Invest in dich selbst, in deine persönliche Entwicklung zu dir fließt. Erste Entscheidung ist einfach, dich überhaupt zu committen dafür, dir nochmal klar zu machen, was das alles in deinem Leben verändert. Wenn du wirklich dein Ding machst, wenn du dein ganzes Sein auf Empfang stabil gestellt hast für dein neues Leben,
wenn du Tag für Tag eine klare Gedankenausrichtung in diese Richtung hast. Wenn du ganz klar Tag für Tag in Resultaten denkst. Wenn du die Dinge, die in dein Bewusstsein kommen, lernst, richtig zu manifestieren, dass sie auch zur Lebenswirklichkeit werden. Wenn du dich mit deiner Botschaft da draußen der Welt zeigst, was verändert das alles? Ist das bezahlbar? Wie schaust du dann auf dein Leben zurück? Genau. Also, 8 Monate mit mir, 1 Bonusmonat, 3 exklusive VIP-Tage hier in einem ganz wunderbaren exklusiven Ambiente, eine wunderbare kleine Gruppe, 5 wunderbare Seelenherzensmenschen in einer wunderbaren Verbindung mit mir, meinem wunderbaren Mann, unserem wunderbaren Team zusammen. Lass es uns rocken. Ich lausche auf den ersten Impuls. Bewirb dich und dann starten wir am 1. August durch, wenn du zu den ersten 5 gehörst. Okay? Ganz liebe Umarmung. So, ich werde jetzt hier meine Montur tauschen gegen Bikini, werden wir in den Pool hüpfen. Dann werden wir wohl noch ein Käffchen trinken und sind heute noch eingeladen hier bei Freunden in ihrem wunderbaren Haus, auch mit Pool. Wir werden da losfahren und werden es uns gut gehen lassen. Das sind alles Dinge, die auch auf dich warten. Erlaub es dir. Erlaub es dir. Ganz liebe Umarmung. Ciao.